Yo, meine Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Virtual Whites 3 Manufacturer Flying Swing oder auch eher bekannt unter Wellenflug. Ja, dieses Fahrgeschäft gibt es auf der Kirmes, in den ganzen Freizeitparks, wo auch immer. Das ist, glaube ich, das häufigste Fahrgeschäft, was ich jemals gesehen habe. Ich finde, das ist aber mehr oder weniger was für Kinder. Schrägstrich, man kann es als Erwachsener hin und wieder mal fahren. Ist jetzt aber nicht so besonders. So, dann würde man sagen, gehen wir einmal in die freie Sicht rüber und schauen uns das Ganze an. Wenn man das einmal so von außen ansieht, gut, ich habe jetzt so mehr oder weniger so ein Dschungelthema genommen und die ganze Fassade ist in so einem orangenen Ton. Normalerweise das, was ich kenne, den Wellenflug. Also das Bild habe ich schon eigentlich eingeblendet, vor dem Intro schon. Das ist mir so ein, ja, ich sag mal Hautton. Ich glaube Hautton ist es so, was ich auf der Kirmes kenne. Aber das bekommt man hier leider nicht hin. Und deswegen lassen wir es mal so in einem orangenen Ton. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir direkt mal an mit Bügel, wie es aussieht. Gut, macht natürlich keinen Unterschied, weil es ja solche Ketten sind. Aber dann würde ich mal sagen, machen wir alles an. Wir haben einmal einen Hauptmotor. Das heißt, damit können wir einmal bewegen. Ja, wie gesagt, den Hauptmotor bewegen, kommen wir eigentlich rein. Okay, wir kommen rein. Sieht aber nicht so interessant aus. So, normalerweise geht es einmal hoch. Oh Gottchen. Da muss man selber kurz schauen. Also, mit dem Hub geht es einmal hoch. Und wir können ja auf jeden Fall relativ weit hochgehen. Und dann geht es hier auch, glaube ich, noch quer, oder? Genau. Das heißt, hier drin ist normalerweise wie beim Big Monster. So, dann können wir das Ganze nämlich einmal so drehen. Wie beim Big Monster halt. Ja, wie halt so eine Stange. So eine Stange, die hochgeht und die dann zur Seite geht. Weswegen dann halt dieser, ja, Wellenform halt passieren kann. Und dann können wir halt die ganzen Hauptmotor auch nochmal ein bisschen schneller drehen. Dann müssen, glaube ich, auch die Gondeln, je nachdem, wie schnell wir die haben, auch zur Seite, ja, wegen Physik halt so zur Seite, wie sagt man das, nicht drehen, sondern halt hingestoßen werden oder hinschwingen. Sieht man auf jeden Fall jetzt sehr schön, wie die zur Seite gehen. Ich glaube, das ist ein bisschen zu stark eingestellt. Ja, so sieht es auf jeden Fall von außen aus. Nicht so besonders. Dann würde man sagen, gehen wir einmal in den Betreibermodus. Und zwar ist hier halt die Besonderheit im Endeffekt, ich glaube, da muss ich auf jeden Fall leiser pegeln, dass man nicht so wie in jedem Fahrgeschäft irgendwie außen sitzt, sondern wirklich mitten drinne. Also wenn ich immer noch mal in die freie Sicht reingehe, sieht man, dass der Rekommandeur halt wirklich im Fahrgeschäft innen drin sitzt. Auch nicht schlecht. Jo, dann haben wir auf jeden Fall nochmal in Verfolger 1 Ansicht. On-Ride 1 wäre auf jeden Fall ja so ein Bügel hier. Dann haben wir nochmal On-Ride 2. Achso, das ist auf jeden Fall ohne Bügel. Und so wird es auf jeden Fall aussehen, wenn man halt drin sitzt. Klassischer Wellenflug halt, ne? Oder Wellenflieger, je nachdem. Die Bügel, die kann man leider auch nicht einstellen, wie man die haben möchte. Dann haben wir noch einmal den Orbit, also das Gesamte. Und das war es an sich schon wieder. Dann gehen wir nochmal in die On-Ride-Ansicht. Und machen mal das Ganze ein bisschen langsamer. Achso, jetzt sind wir ja in diesem Modus. Moment. Das ist 1. Können halt direkt eigentlich auch alles auf Park machen. Und dann stoppt er auch. Ja, so wird auf jeden Fall am Tag aussehen. Dann würden wir eher mal sagen, machen wir mal das Ganze ein bisschen nächtlicher. So. Wir haben ein Strobo, wir haben ganz normal Lichter, die wir einstellen können. Würde mal sagen, machen wir mal eine Fahrt. So, wie stellt man denn, lass mal für grün, Dschungel, grünes Thema, sieht doch schön aus. Ich weiß leider nicht, ob man diese Lichter hier anmachen kann oder nicht. Oh, jetzt kommen die ganzen Leute, deswegen leckt es auch ein bisschen. So, Moment, wir gehen dann einmal rein in die freie Bewegung. Sieht dann auf jeden Fall so aus, dann können wir bei Licht nochmal zum Beispiel hier sowas hier einstellen, dass es Stroboskop und dass dann nochmal verschiedene Lichter sein sollen. Ja, typischer Wellenflug halt, ne? Machen wir hier so ein bisschen Tag. Ja, ich würde mal sagen, das war es eigentlich auch zu dem Wellenflug, ne? Mehr wüsste ich nicht, ist halt ein ganz einfaches Fahrgeschäft.
was man auch normalerweise immer von überall kennt. Ja, und dann würde ich mal sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst euch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann leider einen Daumen nach unten. Aber bitte kommentiert in den Kommentaren, wieso, weshalb, warum. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein.